Was ist eine disintegrative Störung der Kindheit? Eine disintegrative Störung der Kindheit, die auch als CDD und Heller-Syndrom bezeichnet wird, ist eine seltene Erkrankung bei Kindern, die sich normal entwickeln und dann im Alter von etwa 3 Jahren einen dramatischen Verlust der zuvor erworbenen Fähigkeiten, einschließlich Sprache, Selbstpflege, haben und soziale Fähigkeiten. Der Verlust von Entwicklungsfähigkeiten kann in einem kurzen Zeitraum wie Tagen oder Wochen auftreten, oder das Kind kann diese Fähigkeiten über einen längeren Zeitraum wie Monate verlieren. Ähnlich wie Autismus und viele Jahre vor Autismus tatsächlich identifiziert, ist CDD Teil des Spektrums von Autismusstörungen. Manchmal mit Autismus verwechselt und falsch diagnostiziert, ist eine disintegrative Störung im Kindesalter eine viel seltenere Erkrankung. Es wird häufiger bei Männern als bei Frauen gefunden. Die Diagnose Autismus, die durch beeinträchtigte soziale Interaktion und Kommunikation sowie durch eingeschränktes und sich wiederholendes Verhalten gekennzeichnet ist, wird in der Regel früh als mit CDD identifiziert. Obwohl die disintegrative Störung im Kindesalter eine von mehreren Störungen im autistischen Spektrum ist, erleiden Kinder mit dieser Störung in der Regel einen weitaus tieferen Verlust an Fähigkeiten und ein höheres Risiko für geistige Behinderung. Die Ursache für eine disintegrative Störung im Kindesalter ist nicht bekannt, aber Experten vermuten, dass es eine genetische Grundlage dafür gibt. Aktuelle Forschungsergebnisse legen nahe, dass die genetische Anfälligkeit in Kombination mit vorgeburtlichen oder Umweltstressfaktoren sein kann. Verdächtige oder fehlerhafte Autoimmunreaktionen sowie neurologische Probleme werden ebenfalls vermutet. Wenn ein Kind einen schrittweisen oder plötzlichen Verlust von Meilensteinen in der Entwicklung erlebt, sollte sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Um mit der Zerfallskrankheit im Kindesalter diagnostiziert zu werden, muss ein Kind normalerweise in mindestens 2 der folgenden Bereiche einen Verlust oder eine Regression zeigen: Sprachverständnis, gesprochene Sprache, soziale Fähigkeiten oder Selbsthilfefähigkeiten, Gesprächsfähigkeit, Pairspiel, motorische Fähigkeiten und vorher festgelegte Darm- oder Blasenkontrolle. Wenn diese Symptome auftreten, sollte der Hauptarzt eine Beratung vereinbaren, um neurologische Zustände auszuschließen, die möglicherweise behandelt werden können. Fähigkeiten, die durch eine Zerfallsstörung im Kindesalter verloren wurden, können dauerhaft verloren gehen. Einige Verhaltensweisen eines Kindes können jedoch durch therapeutische Maßnahmen in Verbindung mit der Unterstützung von Familie und Pflegepersonal geändert werden. Verschiedene Medikamentenklassen, einschließlich Antipsychotika, Stimulantien und selektive Serotoninwiederaufnahmehemmer, können zur Behandlung einiger Verhaltens- und Stimmungsprobleme bei Kindern mit dieser Störung eingesetzt werden. Am wichtigsten ist jedoch, dass eine Behandlung zur Eindämmung der Verhaltensverschlechterung so bald wie möglich beginnen sollte, um die bestmöglichen Kommunikations-, Selbsthilfe-, Sozial- und allgemeinen Funktionsfähigkeiten sicherzustellen.